International Gangsters, 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 Gangsters. Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einer weiteren Sprint to Glory, heute mit Atalanta Bergamo. Ja Jungs, wir starten auf jeden Fall rein, Atalanta Bergamo bei mir, bei Timo kommt parallel eine AC Mailand Karriere, beziehungsweise Sprint to Glory, über den ersten Link in der Videobeschreibung, wie auch über die Infokarte, gelangt ihr natürlich auf seinen Kanal. Und ansonsten will ich das Intro gar nicht so lange strecken, ja, die geht oft genug, lang genug bei mir. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da, kommentiert, abonniert auch gerne kostenlos, checkt auch OneFootball ab, ist auch einer der ersten Links unten in der Videobeschreibung zum kostenlosen Download. Und ansonsten, wie gesagt, checkt Timo ab, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Die Facecam verschwinden von uns beiden und wir starten rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Starten wir also in die erste Saison. Ich bin richtig gehypt. Southampton, Leganes und Werder Bremen, das sind die Gegner im Vorbereitungsturnier. Das aktuell unser Team in Bestbesetzung. Wobei, nicht ganz. Ich habe hier 5 Spieler von der Laie zurückgeholt. Darunter Frankie Cassie, ein richtig geiler Spieler mit richtig viel Potenzial. Wird natürlich einer der Stammspieler bei uns hier im Mittelfeld anstelle von Pasalic. Und ansonsten ist auch noch zurückgekommen Cornelius, Pedagna, Sportiello, da wird unser neuer Stammkeeper. Da will ich dann schauen, dass wir vielleicht Berisha verkauft bekommen. Und dann hier noch Mattiello. Alle diese gerade aufgezählten Spieler sind auch aktuell direkt auf der Transferliste, die uns natürlich gewinnbringend weiter nach vorne bringen soll. Was also bedeutet, wir haben das Team jetzt eigentlich in der Breite ein bisschen besser aufgefüllt aufgrund der abgebrochenen Leihspieler. Haben hier knapp 10 Millionen, das ist gar nichts. Ja, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Ihr müsst dazu sehen, wirklich, ich habe 60% Erhöhung dazu. Ich meine, okay, die Rückkehr von den ausgeliehenen Spielern hat immer ein Stück weit was gekostet. Wir haben auch Verträge verlängert, aber viele Möglichkeiten bestehen da nicht. Wobei man natürlich sagen muss, Cornelius, Pedagna und wie sie nicht alle heißen, werden womöglich noch verkauft. Dann kann man das Team zumindest mal annähernd vielleicht an eine 80 plus bekommen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ich werde Spieler verkaufen, ich werde Spieler einkaufen und euch natürlich gleich alles vorstellen. Ich bin gespannt, was sich machen lässt. Die Transferphase ist abgeschlossen. Ganz kurz hier Blick auf unser Team. Aber die Transfers natürlich individuell jetzt für euch im Hintergrund. Iličić ging 36,2 Millionen, Palomino 10, Pedagna 5,3, Freuler 16,2, Berisha 11, De Rom 11,7, Daniel 13,1, dann Mancini für 11,2, Hoteva für 17,4, Cornelius für 18, Schmidt für 5, Zagadou kam für 14, weiter geht's mit Hermoso 16,5, dann haben wir Mele geholt für 15,5 hinten rechts, Saint Maximin für 20, Upamecano 15,5, Samaseku 17,6, Harit kam für 16 und zu guter Letzt noch Vargas für 15 Millionen. Also eine komplette Rundum-Erneuerung. Zugleich auch eine Formationsänderung, 4-3-3 offensiv. Das Team vielleicht jetzt in der Konstanz ein Stück weit, ja vom Rating her nicht ganz so gut oder nicht ganz so gut als noch zu Beginn, aber dafür einfach, was das Potenzial angeht, jetzt schon richtig gut aufgestellt. Ich bin absolut zufrieden und deshalb können wir da voller Zuversicht, denke ich, in die Saison gehen. Frosinone 3-0, bei der Roma 3-2 verloren, sind, denke ich, zwei sehr gute Ergebnisse, womit wir definitiv leben können. Womit wir hoffentlich auch gut leben können, ist eine super Tabellenposition am 1. Januar. Die Simulation der Hinrunde neigt sich also dem Ende zu und wir sind gleich am 1. Januar angekommen und können jetzt natürlich noch ohne internationale Beteiligung zurückschauen auf die bisherige Hinserie. Wir stehen im Achtelfinale gegen Sampdoria Genua im Coppa Nacional, dann ist es für uns natürlich wichtiger Serie A und da stehen wir auf Platz 14. Ich habe mir schon gedacht, dass es wohl eine schwierige Saison wird, ja, absteigen will ich auf gar keinen Fall und deshalb müssen wir uns da auch noch ein Stück weit zusammenreißen. Es ist wirklich noch nichts geschafft, es ist extrem eng, es ist extrem schwierig und es kann bis zum Ende natürlich auch extrem knapp werden. Dennoch, unser Team ist eigentlich sehr gut aufgestellt, wir müssen nächstes Jahr Sportiello vielleicht hinten drin ersetzen, Zapata ist glaube ich noch 1,5 Jahre ausgeliehen und Gomez ist auch nicht mehr der Jüngste, aber dann ist das Team, mal abgesehen von Cassie, den ich einfach mal den Klammersets auch schon komplett rundum erneuert. Das war das Ziel. Das haben wir ziemlich früh erreicht und jetzt heißt es eigentlich nur noch Zeit lassen, Potenzial ausschöpfen und das Team einfach jetzt als nächstes Mal auf eine 80 plus bekommen. Davon sind wir gar nicht mehr so weit entfernt. Also, ich bin zufrieden und deshalb würde ich sagen, geht unser Weg direkt ans Ende der Saison, denn wir wollen so schnell wie möglich Richtung Europa. Das hat ja jetzt tatsächlich Atalanta Bergamo auch in der Realität geschafft. Die spielen nächstes Jahr nach Platz 3 in der Serie A, die jetzt vergangene Serie A Saison, einfach in der Champions League. Das ist unglaublich. Das erste Mal in der Vereinsgeschichte von Bergamo. So, die Saison ist zu Ende. Wichtig war natürlich erstmal, dass wir noch im Amt bleiben. Das Manager-Level ist auf einer 80 und das ist absolut konstant. 49 Punkte, Platz 12 nach 38 Spieltagen. Damit bin ich mehr als nur zufrieden. Frosinone, Empoli und Udinese Calcio gehen runter. Da war es auch ganz eng zusammen mit Chievo. Also der hätte jederzeit alles passieren können. Aber wir haben dann doch deutlich Vorsprung. 10 Punkte auf einen Abstiegsplatz. Die oberen 4 Positionen seht ihr hier. Juventus, AC Mailand, Inter Mailand und die Roma, Sassuolo und Neapel gehen also dann noch in die Europa League. Coppa Nazionale, schauen wir ganz kurz rein. Da war für uns Endstation im Viertelfinale bei Napoli. Achtelfinale haben wir hier noch gewonnen.
gewonnen im Elfmeterschießen gegen Sampdoria Genua, davor freilos, also damit auch ganz in Ordnung. Ich denke, verhältnismäßig war es wirklich rundum eine sehr gute und auch gelungene Saison. Ich werde vorzeitig Verträge verlängern und dann sehen wir uns direkt in der zweiten Spielzeit. So, Ankunft in der zweiten Spielzeit. Atletico Madrid, die Wolves und Benfica Lissabon, das im Hintergrund das Team. Und jetzt muss ich mal schauen. Zapata, ja, okay, der ist noch eine Saison ausgeliehen, von daher, der wird uns wirtschaftlich eh nicht weiter nach vorne bringen. Ganz im Gegenteil, der verlässt uns am Ende der Saison. Von daher werde ich jetzt die Saison auch nochmal mit ihm gehen. Ich werde gleichzeitig hoffen, dass Mele, Upamecano und Sagadou die 80 erreichen. Ich will einen neuen Keeper, will eigentlich vielleicht auch nochmal einen neuen Außenbahnspieler und eventuell auch anstelle von Gomez noch einen neuen. Der hat zwar noch eine 84, ist aber schon 31. Ich muss mal schauen. Aber wir haben auf jeden Fall die Sicherheit, dass erstmal alle Verträge mal mindestens 2 Jahre verlängert sind, bis auf die, die jetzt ausgeliehen waren, die ich jetzt vorzeitig nochmal verlängern werde. Und dann haben wir da auf jeden Fall auch ein Stück weit Sicherheit. Ja, vielleicht werde ich sogar die restlichen hier auch noch verlängern, sodass jeder Spieler mal bis auf Zapata mindestens noch 3 Jahre Laufzeit hat. Ich bin wieder mehr als nur zufrieden. Wir haben noch ein bisschen Geld für den Winter, um vorzeitig Verträge zu verlängern. Wir haben die Transferphase hinter uns gelassen, haben Herr Reh verpflichtet, Zaracho verpflichtet, weiter geht's mit Konaté. Dann haben wir hier einen Olmo geholt mit 20,5 und Mattiello im Tausch, Gollini ging, dann ging Samaseku nach einer Saison 27 Millionen, es ging Toloi 18,7, Massiello 4,65 und Vargas für 24,8. Ebenfalls natürlich auch ein Neuzugang aus der ersten Saison, genauso wie Samaseku, beide jetzt wieder verkauft, gewinnbringend, muss man natürlich auch dazu sagen. Das ist unser Team, die 80 plus abgesehen von Meret und Sagadou ist jetzt auch da. Wir haben Olmo jetzt in der Startformation, draußen noch ein Zaracho, wir haben Vido, Barrault auch, weiter geht's mit Konaté, den ich einfach nur für die Bankbreite mal geholt habe, sollte sich mal ein Innenverteidiger verletzen. Also Real Talk, es ist eine richtig starke Transferphase gewesen, es ist verhältnismäßig jetzt von dem Rating, geht's nicht so unmäßig schnell nach vorne, unmäßig ist das überhaupt ein Wort, aber es geht nicht so extrem schnell nach vorne, aber man macht halt verhältnismäßig trotzdem Riesenschritte. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber nach bisher 2 gespielten Saisons bin ich mehr als nur zufrieden. Januar, Wintertransferphase, letztes Jahr, glaube ich, 29 Punkte geholt in der Hinserie, oder waren es 9? Ne, 19 nur, okay, jetzt sind es 5 Punkte mehr, 16 Spiele gespielt, wir stehen auf Platz 8, schnuppern noch so ein bisschen an Europa, aber selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, wir wollen uns nach und nach kontinuierlich steigern. Unten drin Chievo Verona, Hellas Verona und Crotone, also da haben wir doch deutlich Vorsprung. Ich meine, letztes Jahr waren es zur Halbserie, glaube ich, 5 Punkte weniger und das sieht man dann auch gerade am Tabellenplatz, was das schon ausmachen kann. Unser Team ist noch immer nicht auf der 80 plus, weil Sagadou verletzungsbedingt fehlt und daher auch keine Sprünge in Sachen Rating machen konnte. Es wird aber eine Änderung geben und zwar stelle ich jetzt hier Konaté rein. Hermoso kann auch hinten links spielen, der spielt da dann jetzt auch und dann ist Konaté neben Upamecano das ehemalige Duo von Leipzig in der Innenverteidigung, das jetzt aktuelle Duo in der Gegenwart von Atalanta Bergamo. Ansonsten wird gar nicht viel gemacht. Ja, wir springen direkt ans Ende der Saison, wo ich natürlich gespannt bin, wie es gelaufen ist. Wir schauen dann auf die Serie A und natürlich auf die Coppa Nacional und vorher noch auf die Verträge, die ich allesamt wieder verlängern werde, auch wenn die Vertragslaufzeit hier natürlich nicht unbedingt kurz ist. Die Saison neigt sich dem Ende zu, das letzte Spiel im Allianz Stadium. Wir haben da auf Juventus Turin getroffen, deutlich mit 3:0 verloren. Wir schauen auf die Auswirkung in der Liga, die ist gar nicht so großartig. 60 Punkte, 11 Punkte mehr als in der Vorsaison. Also wir entwickeln uns auch qualitativ nicht nur im Team, sondern auch was die Punkte angeht. Mit einem Sieg in Turin bei Juventus hätte man durchaus auf Platz 6 springen können, wäre aber dann einfach auch nochmal zu früh gekommen. Die Abschlusstabelle seht ihr im Hintergrund. Wir entwickeln uns immer mehr zu einem der Top-Teams in der Serie A. Parma, Crotone, Hellas Verona steigen ab und wir schauen noch ganz kurz auf die Coppa Nacional. Sagt man eigentlich die oder den Coppa Nacional, ist eigentlich auch völlig egal. Wir haben gegen Udinese da in Runde 2 verloren. Unser Team nochmal ganz kurz zum Abschluss, das jetzt aber hoffentlich die 80 plus hat und genauso ist es. Schauen wir nochmal ganz kurz runter hier auf Zagadou, der hat auch die 80 mittlerweile erreicht. Also ich bin zufrieden. Ja, nächstes Jahr verlässt uns leider Zapata. Ich denke, dann werden wir auch Gomez hier verkaufen. Er ist jetzt mittlerweile 32. Er hat uns wirklich lange gedient. 2 Jahre, krasser Spieler, Kapitän. Der wird uns verlassen und dann heißt es, die 2 Positionen sind zur kommenden Saison auf jeden Fall mal zu kompensieren. Die Baustellen sind bekannt. Die 3. Saison ist angebrochen. Leverkusen, Manchester United, RB Leipzig, eine anspruchsvolle Gruppe. Aber wir werden natürlich als gegnerisches Team auch immer schwieriger zu bespielen. Wir haben eine starke Mannschaft. Ja, vielleicht noch einen neuen Innenverteidiger. Wir haben ja Sagadou und Konaté. Einer der beiden könnte den Verein womöglich verlassen. Wir müssten hier gar nicht mal einen Ersatz holen für Gomez, denn wir haben draußen einen Zaracho. Also da haben wir eigentlich dann auch schon mal kompensiert, ohne das eigentlich wirklich geplant zu haben, sage ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, einen neuen Stürmer würde ich trotzdem noch gerne holen. Dafür haben wir hoffentlich ein bisschen Geld auf dem Konto vom Vorstand. Wir schauen direkt mal drauf. Bis zu 10 Millionen können wir durchs Vorbereitungsturnier einnehmen und jetzt im Büro stehen 25. Das ist in Ordnung. Es geht schlechter. Ich werde Spieler verkaufen und werde dafür dann natürlich einen richtigen Kracher vorne drin holen. Die 80 plus ja schon bereits vergangene Saison erreicht und dieses Jahr nochmal getoppt. Radunovic verkauft, Konaté auch. Weiter geht's mit Gomez, 26,1 zum FC Everton, 10 Millionen für Capone. Harit ging für 66,7. Es ist eine Frechheit, dass man so viel für den zahlt. Der hat zwar eine 83, ist zwar auch nur 23, aber ganz ehrlich, Jungs, würde ich niemals zahlen.
Nicht, weil es Harit ist, sondern ganz ehrlich, für 66,7 Millionen, finde ich, kann man viel mehr machen. Aber egal. Valsania ging für 7,1, Manu Cello für 4,97 oder 4,95. Früchtl kam Freigabesumme, weiter geht's mit Davis Freigabesumme, Gomez kam für 28, Vinicius Junior Freigabesumme 54,8 und dann noch Patrick Cotrone für 45 Millionen von den Wolves. Das Team sieht also wie folgt aus. Zwei neue in der Offensive, Cotrone, Junior, ich bin absolut zufrieden. Wir haben abgesehen von der Defensive und dem Keeper auch im Mittelfeld und in der Offensive die 83 plus, sind auf einem guten Weg, sind gut aufgestellt, haben die bisherige Saison auch ganz gut gestartet. 3 Spiele, 2 Unentschieden, 1 Sieg und jetzt hoffe ich, dass wir am 1. Januar vielleicht sogar unter den ersten 6 stehen. Wintertransferphase, voll bepackter Januar. Benevento, Torino, dann haben wir hier den Zweitligist mit Cremona, dann haben wir Lazio, wir haben Milan und haben hier auch noch Neapel. Also da könnte vieles dann auch schon entscheidend in eine spezielle Richtung gehen, in die Richtung Europa, hoffe ich doch. Aktuell Platz 4, 29 Punkte, das sieht ja schon mal gut aus. Ich bin auch mehr als nur zufrieden, dennoch das Manager-Level ist nicht ganz so gut, denn wirklich die Ziele vom Vorstand sind jetzt auch schon extrem hoch. Wir sollen die Champions-League-Plätze erreichen, Viertelfinale im Coppa Nazionale erreichen und da schauen wir direkt auch mal drauf, ob wir da überhaupt noch dabei sind. Coppa Nazionale gehen wir drauf, Achtelfinale gegen Cremona. Ach so, habe ich ja gerade noch geschaut. Dann sollte man da das Viertelfinale erreichen, hoffentlich, wäre erwartungsgemäß und dann ist der Vorstand auch wieder ein Stück weit zufrieden. Das ist unser Team und da bin ich auch zufrieden. 82 plus Level jetzt erreicht. Ich werde vorzeitig alle Verträge verlängern, die bei mindestens nur noch 2,5 Jahre gehen, soweit das Ganze finanziell noch drin ist. Und da würde ich sagen, geht es direkt ans Ende der Saison und da gibt es dann die Aufklärung. Champions League, Europa League oder vielleicht doch nur wieder der Klassenerhalt in Anführungszeichen. Ihr versteht, was ich meine. Die Saison ist also zu Ende. Das letzte Spiel zu Hause deutlich 3:0 gewonnen gegen Spal. Wir schauen auf die Abschlusstabellensituation und wir stehen tatsächlich auf Platz 4 und wir haben die Ziele erreicht. Zum einen das Viertelfinale, zum anderen auch den Champions League Platz. Das ist unglaublich, Jungs. Wir gehen neben der Lazio Rom, neben Juventus Turin und AC Mailand in die Königsklasse. Inter Mailand und der SSC Neapel gehen Richtung Europa, in die Europa League. Und ansonsten die restliche Tabellensituation seht ihr da. Perugia, Benevento und Chievo Verona steigen ab. Coppa Nazionale schauen wir uns noch ganz kurz an. Da war Endstation dann im Viertelfinale bei Juventus Turin. Das kann aber passieren. Dennoch würde ich sagen, wir haben die Champions League jetzt erreicht. Nach 3 Jahren im Amt mit einem richtig starken Team. Jetzt würde ich sagen, muss die Defensive, insbesondere die Innenverteidiger und auch besonders der Keeper vielleicht noch auf eine 85 plus gebracht werden, sodass man dann auch international wirklich gerade hinten drin die Null auch mal halten kann. Das wird nämlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein. Jetzt aber Saison Nummer 4. Für mich dann aber erst wieder am nächsten Tag weiter Aufnahme, Jungs. Wir sehen uns aber gleich nach dem nächsten Cut. Saison Nummer 4. Chelsea, Minnesota, der FC Bayern München und das unser Team. Ganz ehrlich, die Offensive und das Mittelfeld ist ja schon unfassbar stark und die Defensive hat auch nochmal einen weiteren Schritt gemacht. Dennoch müssen wir wahrscheinlich auch Stammspieler zumindest aus der Defensive verkaufen, um uns da weiterhin verbessern zu können. Das Ganze also durch Transfererlöse, Vorbereitungsturnier, wo es bis zu 10 Millionen gibt und Transferbudget von vornherein 52 Millionen. Wir schauen nochmal ganz kurz auf die Teamzentrale und schauen da, was die Vertragslaufzeiten machen. Also ja, Jungs, ganz ehrlich, das sind wir abgesichert. Herzlich willkommen bei den Transfers, bei der Übersicht. Gossens ist gegangen, 26,4, Zaracho 82,4, Hermoso 38,4, weiter geht's, Gomez 48, Olmo 72,5, Sao Maximal knapp für 70, Davis für 35, Hernandez kam für 66,4, neuer Innenverteidiger. Warum eigentlich immer 4? Ist das hier irgendwie im Trend? Also ganz oftmals mit einer 4 hinten dran, hatte ich so jetzt noch nicht. Lo Celso 69, Freigabesumme, Akanji 40, auslaufender Vertrag, von daher richtiges Schnäppchen. Knapp 90 für Milinkovic-Savic, ebenfalls Freigabesumme, 44,3 für David Alaba. Das erste Mal, dass ich David Alaba verpflichtet habe, da freue ich mich auch schon extrem drauf. David Neres hier kam ebenfalls noch für eine Freigabesumme, 39,2, bedeutet, das ist unser Team. Und mal abgesehen von Meret und Mele mit einer 84 haben wir die 85 plus, sogar die 86 plus. Haben ein überragendes Team, hoffen einfach mal, dass Meret und Mele sich noch rechtzeitig verbessern. Hier ganz kurz noch der Überblick. Jemand von euch hat mir in die Kommentare geschrieben, zeigt doch hier einfach mal die komplette Übersicht, werde ich jetzt auch machen. 350 Millionen beinahe an Ausgaben und 372 Millionen an Einnahmen. Also das ist unglaublich, richtig stark. Ich bin absolut zufrieden. Es ist mal wieder eine bombastische Transferphase. Auftakt in der Liga war gut. Udinese 2-0, Juventus dann hier 2-2 und Bologna 2-1 auswärts. Champions League, Basel, Lyon und zu guter Letzt noch Club Brügge. Das ist eine absolut machbare Aufgabe und wir sehen uns am 1. Januar. Ich bin sehr optimistisch, würde ich sagen, mit einem der ersten 2 Plätze in der Gruppenphase. Wintertransferphase, es war also das erste Mal Champions League, das erste Mal überhaupt Europa und dann direkt in der höchsten internationalen Spielklasse. Basel 2-1 verloren, Lyon 2-1 gewonnen. Wichtig, Club Brügge hier 2-1 verloren. Wie bitter ist das denn? Club Brügge dann 2-0, Basel 5-0 und Lyon nochmal ein Unentschieden. Ich weiß nicht, ob es gereicht
erleichtert. Wir schauen drauf, es sind 10 Punkte. Es ist Platz 2 im Achtelfinale. Wartet Dortmund, das ist, denke ich, eine machbare Aufgabe. Lyon trifft auf Manchester United. Da haben wir mehr oder weniger auch schon glückslos, würde ich einfach mal behaupten. Gucken wir noch ganz kurz nicht aufs Vorbereitungsturnier, das wir übrigens im Finale gegen Bayern verloren haben, sondern auf Coppa Nacional. Sassuolo ist da der Gegner. Serie A, ich bin gespannt. Wir stehen auf Platz 1. Das wäre natürlich auch noch eine absolute geile Sache, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wenn man tatsächlich auch noch die Meisterschaft holen könnte und wenn es in der Champions League natürlich ziemlich weit geht. Ja, das Team ist auf einem sehr, sehr starken Level. Meret, Mele auch die 85 erreicht, also die haben wir jetzt im Kollektiv. Ob es für die Champions League reicht, wage ich noch zu bezweifeln, aber Dortmund ist, denke ich, auf jeden Fall mal eine Sache, die auf Augenhöhe ist. Das kann man durchaus gewinnen. Achtelfinale, wir sind also angekommen und ich habe richtig Bock. Wir starten direkt rein. Das Ganze leider ohne David Neres, Almici dafür in der Startformation. Zu Beginn zu Hause und zu Beginn natürlich dann auch mit dem Heimrecht, was also gleichzeitig auch bedeutet, am besten mal maximal nur ein Gegentor und vielleicht sogar gewinnen. Zur Pause 0-0. Das ist bis hierhin ein Ergebnis, mit dem man definitiv leben kann. Zagadou für Upamecano, der also auch hier in der Innenverteidigung spielt. Lucas Hernandez auch nicht dabei. Baro eingewechselt, Baro 1-0. Wichtiges Tor. Bleibt's dabei? Wäre das absolut top oder kassieren wir noch eins? Nein! Tatsächlich gewinnen wir das Hinspiel mit 1-0 gegen den BVB. Ich habe irgendwie noch die ganze Zeit drauf gewartet, dass noch was passiert. Im Rückspiel darf gerne mehr passieren. Kessié, Neres, Hernandez, die fehlen jetzt alle drei in der Liga. Aber Kessié ist nur rot gesperrt und Hernandez und Neres sollten hoffentlich wieder rechtzeitig fit sein fürs Rückspiel. Zwei wichtige Stützen bei uns in der Mannschaft. David Neres ist rechtzeitig wieder fit, Hernandez fehlt immer noch. Kurt Rone ist dazugekommen, bedeutet also auf der Stürmerposition und auf der Innenverteidigerposition müssen wir kompensieren. Baro aber, der Torschütze, der Siegtorschütze beim 1-0 zu Hause gegen Dortmund, ist da wieder drin. Und in der 6. Minute netzt er direkt wieder für uns, was bedeutet überragende Ausgangslage bis hierhin. Dortmund bräuchte 3 weitere Tore, die Verlängerung ist vorzeitig ausgeschlossen. Marco Reus mit dem 1-1, selbst ein 2-1 würde dem BVB nicht reichen. Zagadou hinten drin, übrigens der Ersatz für Lucas Hernandez. Ich hoffe, dass wir einfach spät das 2-1 kassieren, um noch mehr, ja, ein bisschen Zeit zu haben. Guerrero hat's gemacht, Akanji sieht gelb-rot, fehlt somit in einem möglichen Viertelfinale, wo wir angekommen sind. Weil wir Dortmund zwar hier in dem Spiel nicht schlagen, aber in der Gesamtwertung mit 2-2 gewinnen. Ja, hört sich doof an, ist aber tatsächlich so. Wir haben das eine Auswärtstor hier in Dortmund. Dank Baro also geht's für uns Richtung Viertelfinale. Und da bin ich gespannt, wer der Gegner ist. Manchester United, wir gehen also rein. Das Team ist abgesehen von Upamecano mal wieder in Bestbesetzung. Also Hernandez zurück, Kurt Rone fit, auch Neres langfristig fit geworden. Akanji, ah nee, halt, der ist ja gar nicht verletzt. Der ist nur gelb-rot gesperrt. Lo Celso 1-0, Pogba verschießt einen Elfmeter. Bis hierhin könnte es perfekt laufen, die 1-0 Pausenführung. Lukaku dann mit dem 1-1. Ja, das wäre ein Ergebnis, das würde ich noch so von vornherein unterstreichen. Ja, das hätte ich von vornherein auch so unterschrieben. Wenn wir das aber noch verlieren, wäre es bitter. Lo Celso, Doppelpack, 2-1 für uns. Gewinnen wir das Hinspiel? Yes, wir gewinnen das Hinspiel. Wir wissen aber auch, ein 2-1 ist dann doch mehr oder weniger noch lange nicht die Vorentscheidung. Ja, das Ergebnis drückt ein bisschen, denn wenn United 1-0 im Old Trafford gewinnt, sind sie weiter. Dann wäre das, ja, irgendwie ein bisschen das Karma, was wir noch positiv hatten gegen Dortmund und was uns jetzt hier dann vielleicht um die eigenen Ohren fliegen könnte. Akanji ist zurück, eine ganz wichtige Stütze natürlich in der Innenverteidigung, jetzt aber wirklich Team in Bestbesetzung, aber auch unter Zugzwang, denn es wäre mal extrem wichtig, hier ein Auswärtstor zu erzielen, am besten sogar in Führung zu gehen. Die Offensivqualität haben wir dazu definitiv, aber natürlich hat die auch United, die übrigens Lyon geschlagen haben, das war ja unser Gruppengegner noch zuvor, die dann auf United trafen, mehr oder weniger haben wir das Glückslose ab mit Dortmund, würde ich behaupten. Vinicius Junior, 60. Spielminute und irgendwie packen wir es wieder. Also zumindest sieht es aktuell danach aus. Tendenziell passiert auch nichts mehr und genauso ist es. Wir gewinnen im Old Trafford bei Manchester United mit 1-0 und somit in der Gesamtwertung sogar 3-1. Verhältnismäßig souveräner als noch zuvor gegen den BVB. Dennoch, es hätte zu jeder Zeit alles passieren können. Es war so spannend, es war so knapp. Wir stehen im Halbfinale und da wartet Atletico Madrid. Ganz ehrlich, das ist womöglich die letzte Hürde, die allerdings riesengroß ist von einem möglichen Champions-League-Finale. Und wer hätte das gedacht, dass wir direkt im ersten Anlauf in der 4. Saison Champions League spielen und da sogar im Halbfinale stehen. Also ich ganz ehrlich nicht. Wir haben die Qualität. Definitiv. Wir können es schaffen. Pessina ersetzt Milinkovic-Savic, der leider verletzungsbedingt hier passen muss für das ganz wichtige Spiel. Eines der wichtigsten. Wieder mal zu Hause, da bin ich ja nicht so der Fan von. Ich spiele ja gerne das Hinspiel auswärts, um da vielleicht 1-2 Auswärtstore zu erzielen und im Rückspiel dann zu Hause alles klar machen zu können. Man kann es sich aber nicht aussuchen. Wir nehmen es natürlich so, wie es kommt. Bis hierhin steht es noch immer 0-0. Costa verschießt einen Elfmeter. Vielleicht können wir da dann das Ganze rächen. Passiert noch ein Tor. Für uns top. Für Atletico wäre es nicht so gut. Und es bleibt bei 0-0. Wir gewinnen zwar nicht das Hinspiel
und sind zu Hause damit jetzt, glaube ich, das erste Mal auch nicht siegreich, oder? Ich weiß gar nicht, wie es war. Ich meine, dass wir gegen Dortmund ja hier, was war das? Das war das Rückspiel. Dortmund hier 1-0 zu Hause gewonnen und dann auch noch, glaube ich, zu Hause gewonnen hier gegen Manchester United. Ja, also in der K.O.-Phase das erste Mal, dass wir unser Heimspiel nicht gewinnen konnten. Ich hoffe, das heißt nichts Negatives. Es geht im Estadio Wanda Metropolitano um alles. Finale oder nicht, treffen wir, ist zum einen die Verlängerung ausgeschlossen. Egal wer trifft, die Verlängerung wäre bei einem Tor, egal von welchem Team, ausgeschlossen. Und das Finale würde ganz, ganz nah rücken. Also es ist durchaus machbar, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Milinkovic-Savic ist rechtzeitig wieder fit. Dafür fehlt jetzt Lo Celso aufgrund zu vieler gelbe Karten. Estadio Wanda Metropolitano. Atletico Madrid gegen Atalanta. Pessina anstelle von Lo Celso. Einer der wichtigsten Männer in den beiden Partien gegen United. Cassie, jawohl, ganz, ganz wichtig. Ich wollte gerade sagen, Verlängerung ausgeschlossen. Das war sie schon nach 7 Minuten, weil Martins das 1-0 erzielt hat. Cassie schlägt aber für uns zurück. Und vielleicht jetzt noch ein zweites, weiteres Auswärtstor. Nicht in Rückstand, Cassie. Das ist ja unglaublich. Der Typ ist da. Damals die Leihe beendet, als er noch bei AC Milan gespielt hat. Zurückgeholt. Leader, Kapitän, wichtigster Mann bei uns. Und das in einem der wichtigsten Spiele hier. Beweist das auf dem Platz. Vom Elferpunkt und vermutlich irgendwo aus dem Spiel heraus. 2-1 gewinnen wir in Madrid. Schlagen Atletico und stehen im Champions-League-Finale. Und ich kann es noch gar nicht fassen. Wir gehen im ersten Anlauf durch in der Liga. Okay, da wird es wahrscheinlich nur Platz 3 werden. Wir werden nicht mehr nach hinten rutschen, aber auch nicht mehr nach vorne. Das ist eine absolut komfortable Situation. Da bin ich mehr als nur zufrieden. Gleichzeitig hoffe ich, dass das Team so auch fit bleibt. Jetzt heißt es hier noch Florenz, dann heißt es Milan, dann heißt es Roma. Und es heißt hier irgendwann Champions-League-Finale. Steht der Gegner schon fest? Bis hierhin noch nicht. Aber doch, es wird das italienische Duell. Der ja, tendenzielle neue Meister in Italien, Juventus, sind ja gerade auf dem besten Weg dorthin, trifft also auf uns. Atalanta, italienisches Finale in der Champions League. Die Woche der Wahrheit beginnt jetzt. Die letzten 3 Spiele in der Liga haben wir also hinter uns gelassen. Da können wir gleich gerne auch nochmal auf die Endergebnisse schauen. Und dann heißt es Juventus Turin Atalanta. Die alte Dame, die wird sich auch denken, Atalanta? Mit allem gerechnet, aber nicht mit dem. Florenz 2-1 gewonnen, Milan 2-0 verloren, Roma 1-0 gewonnen. Endtabellensituation, wir stehen, wie schon von mir prognostiziert, auf Platz 3 hinter Juventus, die natürlich das Double wollen. Apropos Double, Coppa Nacional, ist für die alte Dame das Triple drin? Ist es tatsächlich. National die Liga gewonnen, national den Pokal und jetzt international im Champions-League-Finale. Ganz viele schreiben mir auch immer, schau doch nochmal auf die Europa League. Das seht ihr jetzt hier. Arsenal gewinnt also gegen Manchester City mit 1-0. Champions League. Also, ich bin gespannt auf den Werdegang der alten Dame. Im Halbfinale den FC Barcelona geschlagen. Also beide Franzosen, ja, wahrscheinlich beide Franzosen. Beide Spanier raus, beide Italiener weiter. Dann geht's hier weiter. Die haben Liverpool geschlagen, während wir auch auf ein englisches Team getroffen haben. Und im Achtelfinale werden die jetzt wohl nicht noch gegen ein deutsches gespielt haben, oder? Nee, Ajax. Okay, 4-0 in der Gesamtwertung. Bei uns war es nur die Auswärtstorregelung. Bei uns war es grundsätzlich richtig, richtig eng. Aber egal. Serie A, Abschlusstabelle ist bekannt. Ich habe richtig Bock. Wir stehen im Champions-League-Finale. Die alte Dame wartet. Schauen wir da mal ganz kurz auf die Torjägerliste. Cristiano Ronaldo. Ja, das wird einer, auf den man definitiv Acht geben muss. Das Team in Bestbesetzung. Ich freue mich auf Alaba, auf Akanji, auf Mele, Lo Celso, Milinkovic, Savic. Es ist rundum ein richtig geiles Team. Cassie ist Kapitän. Ich hoffe, dass der dann am Ende der Partie auch den Henkelpott in die Luft tragen darf. Und die Trikotauswahl, die werden wir jetzt hier mal ganz kurz durchchecken. Wir spielen in Blau und Schwarz, während hier die Auswärtstrikots bei Juventus hinhalten müssen. Die Grauen, ultimativ Estadio Santiago Bernabeu, die Heimspielstätte also hier von Real Madrid und die hätten da gerne gespielt, haben es aber nicht geschafft. Ganz kurz für euch hier, das sind immer noch die eingestellten individuellen Reglern, einfach, dass es für mich ein bisschen schwieriger wird. Wir gehen rein. Ich freue mich drauf, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Spiel. Das sind beide Teams, Shake Hands, Juventus Atalanta, man könnte meinen Serie A spielen, ein stinknormales. Nee, ist es nicht, weil wir mittlerweile zum einen auf Augenhöhe stehen und zum anderen im Champions League Finale. Und da freue ich mich jetzt extrem drauf. Ich weiß noch so ein bisschen der Werdegang von der kompletten STG. Ich schaue auf das Team, denke, naja, es geht so. Sehe dann auch einen Zapata, einer der besten Spieler, nur ausgeliehen. Sehe hier im Hintergrund übrigens auch den Henkelpott. Hab gedacht, Angel Gomez, okay, der wird es dann vielleicht ein Stück weit regeln. Nee, der heißt gar nicht Angel Gomez, gell? Ich weiß den Vornamen nicht mehr. Also Gomez auf jeden Fall. Und dann ist es doch irgendwie richtig schnell gegangen. Unglaublich. Massimiliano Allegri schickt Piazza, Ronaldo, Dybala, Emre Can, Marquinhos, Betancourt, Mondi, Tah, Bonucci, Cancelo und Szczęsny als Startformation hier ins Spielfeld. Ich laber schon wieder viel zu viel.
Die Trikotfarben sind bekannt. Juventus hat Anstoß. Wir von rechts nach links. Und gleich alle Highlights für euch. Ich habe richtig Bock. Da ist vielleicht die erste große Lücke. Cutrone in die Lücke gestartet. Dann nimmt er das Ding direkt. Und Szczęsny muss das erste Mal eingreifen. Und da hat man vielleicht auch schon direkt ziemlich früh zu der Partie die Schwäche von Juventus Turin entdeckt. Aber womöglich. Es könnte natürlich auch nur eine Ausnahme gewesen sein. Hier unten aber war es ansatzmäßig auch wieder gut. Jetzt wieder ansatzmäßig gut auf Patrick Cutrone. Der gegen Jonathan Tah. Der gewinnt den Zweikampf. Wir bleiben aber dran. Der zweite Ball gehört uns. Milinkovic Savic. Frankie Kessie. Der Mann des Halbfinals. Probiert's aus knapp 25 Metern. Kein Problem. Szczęsny ist da und darf auch so weiterhin Selbstvertrauen sammeln. Hier ist Cristiano Ronaldo. Der versucht eine Flanke und die ist nicht schlecht. Da ist aber zu wenig Druck dahinter von Emre Can. Aber auch Meret wird das erste Mal geprüft auf der anderen Seite. Vinicius Junior lässt sich weit nach hinten fallen. Erobert sich die Kugel. Will selbst also das Spiel aufbauen. Jetzt hier Milinkovic Savic. Die Lücke gut geschlossen in der Defensive. Wir schaffen es aber spielerisch trotzdem eine Reihe weiter. Vinicius Junior kriegt den Ball wieder. Sucht dann die Flanke und sucht in der Mitte einer, der das Ding mit dem Kopf nehmen kann. Aber Juventus kann klären. Lo Celso vielleicht nochmal. Milinkovic Savic aus der Distanz. Szczęsny ist da. Verdeckter Schuss. Schwierig zu halten. Und dennoch ist er wieder da. Die darauffolgende Ecke. Vinicius Junior. Wir suchen am kurzen Pfosten. Patrick Cutrone! Und der Ball ist drin. 23. Spielminute. Der ist eigentlich gar nicht so groß. Und eigentlich dachte ich, der gewinnt nie und nimmer das Kopfballduell. Und dann ist er da. Dann steht er in der Luft und dann haut er das Ding mit der Birne rein ins Dreieck. Szczęsny kann da nichts mehr machen. Wir schauen auf die Wiederholung des Treffers. Die Ecke getreten, Vinicius Junior, der Kopfball von Cutrone. Ja, und da verschätzen sie sich einfach. Ich meine, es ist Emre Can und Jonathan Tah, beide nicht wirklich gut in der Absprache. Mondi steht nur am Pfosten, dann ist es glücklich. Ja, es ist glücklich, das müssen wir dazu sagen, aber der Ball ist drin. Cutrone hat seine Qualität bewiesen, trotz Defizite in der Größe. Es sind mit 1:0 in Führung. Und der Anfang ist gemacht, aber noch ist natürlich lange nichts entschieden. Piazza, der Kroate, über die Außenbahn. Flanke auf Dybala, der macht das hier nicht schlecht, kriegt die Kugel auch nochmal. Dann ist es Emre Can und wieder Alex Meret, der eingreifen musste. Also auch Juventus tastet sich so langsam aber sicher ran, auch wenn es lange noch nichts Nennenswertes ist. Sie sind auch in der Partie, so ist es nicht. Sind jetzt auch bemüht um mehr Spielkontrolle. Ballbesitz ist da, dennoch in der Defensive stehen wir aktuell noch richtig gut und lassen da kaum was durch und schaffen es immer wieder auch schnell auf die andere Seite. Das ist Lo Celso, hat er Glück, dass er die Kugel noch immer hat, aber sucht und findet auch wieder Vinicius Junior. Der dreht sich einmal zurück, sucht oben dann Patrick Cutrone! Kopfballmonster! 36. Spielminute, 2:0 Führung, Atalanta Bergamo! Wir sind in Front und das sogar mit 2 Toren. Wieder Cutrone, wieder per Kopf. Ganz ehrlich, da habe ich niemals damit gerechnet, dass der überhaupt mit dem Kopf trifft. Einmal nach Ecke, einmal nach Flanke. Das ist aber auch schön gespielt. Juventus ist mindestens auf Augenhöhe. Haben gleich viele Spielanteile in der Partie, aber schaffen es nicht entscheidend, Cutrone bei seinen Kopfbällen hier zu hindern. Und das ist der einzige Unterschied in der Partie bisher. Es steht 2:0. Patrick Cutrone, 23 und 26. Spielminute. Und das verleiht natürlich nochmal Selbstvertrauen. Das ist für uns nochmal der eine Push, den man womöglich gebraucht hat. Die Sicherheit, die du nie in einem Champions-League-Finale hast. So ein bisschen erarbeitet, gerade durch eine 2:0 Führung wieder Frankie Kessie. Das ist ja beinahe das 3:0 gewesen. Juventus hat wieder die Initiative ergriffen, ging wieder Richtung unser Tor und dann standen wir aber wieder. Ja, mit 2-3 Mann, beinahe auch hier wieder Patrick Cutrone, der natürlich der bisher beste Mann bei uns ist, wobei man auch die Abwehr alle eigentlich hervorheben müsste. David Alaba, das ist wieder gut, das ist wieder auf engstem Raum, auch richtig gut gespielt. Milinkovic Savic, aber Jonathan Tah ist da. Also, man merkt, und das können wir definitiv auch festhalten, wir sind absolut effizient, aber auch, weil wir das Selbstvertrauen jetzt sammeln konnten durch die 2 Treffer von Cutrone, die vielleicht bei einem guten Tag der Defensive von Juventus so gar nicht passieren. Ja, und das merkt man dann natürlich auch. Voller Selbstvertrauen geht es jedes Mal in die gegnerische Hälfte. Auch hier, das Glück ist auch auf unserer Seite. Vinicius Junior, wohin mit der Kugel? Es ist Cancelo, der ist wieder zurück. Dennoch dreht er sich und bringt den Ball in die Mitte. Schaffen wir nochmal einen Abschluss? Nein, der Schiedsrichter pfeift zur Pause. Wir halten also fest, 2:0 Pausenführung, kommen wir vors Tor, wird es immer brandgefährlich. Und Juventus muss halt eben noch ein Stück weit gezielter Richtung unser Tor arbeiten, weil bisher ist es kein schlechtes Spiel vom italienischen Rekordmeister. Ebenfalls eine ausgeglichene Statistik zur Pause, 3:2 Schüsse für uns, alle davon aufs Tor, das ist auf jeden Fall gut, zeugt auch natürlich dann hier von der Effizienz. Ja, man muss dennoch dazu sagen, wie so oft schon erwähnt, Juventus macht kein schlechtes Spiel, wir haben ja immer noch die Chance auch zurückzukommen, deshalb müssen wir weiter komplett konzentriert in der Defensive stehen und unter anderem so einen Stellungsspieler hier dann auch wieder mit geschlossener Mannschaftsarbeit ausarbeiten und das schaffen wir. Genau so läuft es die ganze Zeit. Wir kommen, erkannt
Kanchi, der rückt dann einfach mal ein bisschen raus. Da haben wir wieder mal Glück im Zweikampf. Milinkovic-Savic leer vorm Tor. Nein, Marquinhos macht das gut, gewinnt das Sprintduell und ist damit auch noch da. Übrigens beide unverändert in der Personalie. Ja, beide haben nicht einmal gewechselt, beide vertrauen noch immer auf die Startformation. Wir haben da natürlich auch gar keinen Grund dafür, überhaupt zu wechseln. Juventus vielleicht schon eher. Aber auch hier sind sie wieder über Dybala gekommen, dann war es einfach nur zu hektisch. Das war eine gute Chance, das war einfach nur schlecht gemacht. Das war aber gut gemacht, Patrick Cotrone. Jetzt auch noch Assistgeber, Vinicius Junior, nein. Starke Parade von Szczęsny. Und bei dem können sie sich bedanken, dass es hier vielleicht nicht sogar schon 3:0 steht. Ball runter, Direktabnahme David Neres, Ball abgefälscht, Ball wieder beim polnischen Nationalkeeper, der über sich hinauswächst. Ja, an den Gegentoren, da kann er nichts machen. Und die Dinger, die er halten kann, in Anführungszeichen, unter anderem gegen Frankie Cassie oder jetzt auch hier gegen Vinicius Junior, die hat er, auch wenn sie nicht unbedingt haltbar sind. Schöner Seitenwechsel, aber das war abseits. Cutrone, Baro, okay, Baro bekommt auch seinen Einsatz. Der wichtigste Mann im Spiel gegen Borussia Dortmund, zu Hause das 1:0. Auswärts das 1:0 und damit der überhaupt die große Tür aufgestoßen Richtung Viertelfinale, gleichzeitig auch Richtung Finale. Das muss man ja festhalten. So, der Doppeltorschütze Cotrone also nicht mehr auf dem Platz und dennoch versuchen wir es natürlich weiter durch die Offensive und vielleicht auch durch Kopfbälle. Es ist unglaublich. Was ist das für eine Geschichte? Und ich hab's aus Versehen übersprungen, es war Baro, 68. Spielminute mit dem Kopf. Und warum? Weil es eine überragende Flanke war aus dem Halbfeld hinten rechts. Und das ist wieder nicht zu verteidigen. Das kann man doch gar nicht besser spielen. Eine überragende Flanke, ich glaube es war David Neres. Und dann seht ihr das auch wieder hier alleine vom Spielaufbau. Das Selbstvertrauen ist da. Ich bin so geflasht von der Mannschaft. Es macht so viel Spaß. Und vor allem, es sind auch mal Tore, die ein Stück weit realitätsgetreu sind. Denn durch Flanken ist es gar nicht so realitätsfern, dass Tore passieren. Alle drei hier, okay, das ist ja vielleicht doch eher unrealistisch, würde ich mal behaupten. Aber Baro ist da, steigt hoch, was für eine Geschichte. Der trifft auch wieder hier im dritten Einsatz in der Champions League. Zweimal gegen Dortmund, zweimal getroffen, dritter Einsatz jetzt hier, direkt auch noch getroffen. Und wieder auf der Jagd Richtung Doppelpack. Gleichziehen mit Cotrone, das wäre womöglich drin, aber uneigensinnig. Nimmt er Vinicius Junior mit und wieder wird Szczęsny geprüft, der ebenfalls auch beim 3:0 keine Chance hatte, das Ding zu halten. Baro in Position, Baro spitzer Winkel, Baro Rebound, nochmal wieder Szczęsny. 10 Minuten vor Ende der Partie sollte das eigentlich die vorzeitige Entscheidung sein. Der Deckel ist hier eigentlich drauf, weil auch Juventus jetzt irgendwann ab Minute 70 oder so abgeschalten hat. Die machen gar nichts, die haben auch gar keinen Bock mehr nach vorne was zu machen. Ah, da war ganz viel Glück, dass der Ball noch in den eigenen Reihen bleibt. David Neres gegen Mondi, da setzt er sich vorerst mal durch, das macht er gut. Oben Vinicius Junior, aber dann geklärt. Das ist das erste Mal, Baro bleibt dran, Juventus kann klären, aber uns gehören mehr oder weniger die ersten Bälle. Gerade sage ich, dann ist das hier das perfekte Beispiel, dass es auch nicht immer so klappt, aber das ist das perfekte Beispiel, weshalb Juventus hier zu keinem eigenen Treffer kam. Es ist einfach zu wenig. Die Ansätze sind zwar da, die Ansätze sind auch gut, aber es ist zu wenig. Nochmal hoch, Vinicius Junior, macht er das 4:0? Nein, es ist die Latte und es war zudem auch abseits. Ja, vielleicht musste es dann doch eigentlich Milinkovic-Savic machen. Marquinhos geht, Mira Lempjanic kommt, 93. Spielminute ist, denke ich, selbsterklärend, dass hier nichts mehr passieren wird. Die letzte Aktion, Bonucci schlägt das Ding vor, der Schiedsrichter hat die Pfeife normalerweise schon im Mund und wird das Ding jetzt beenden. Bergamo 3, Juventus 0, wir sind Champions League Sieger. Hier ist also Frankie Cassie, ich habe es am Anfang noch gesagt, Kapitän, denn das Ziel war, dass er den Henkelpott in die Luft tragen darf und das ist jetzt soweit. 3:0, mehr oder weniger Kantersieg, absolut souverän. Wir schlagen also Juventus Turin im direkten italienischen Duell. Gewinnen die Champions League mit Atalanta Bergamo. Es war eine richtig geile STG, die auch so vom Commentary her, finde ich jetzt einfach mal, die mit beste war. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, richtig geile Transfers und im Endeffekt natürlich auch das Happy End. Sprint to Glory Ende immer dann, wenn der Henkelpott bei uns ist. Und das ist er jetzt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne auch einen Kommentar und abonniert gerne natürlich auch kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Dann bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Mit den Jubelszenen verabschiede ich mich also. Haut rein und ciao!